Herzlich willkommen, wir sind wieder näher dran an der Liga da. Ciao, unser Messestand vom Vaduzer Medienhaus. Und jetzt haben wir einen speziellen Gast da, der Schorsch Lüchinger. Also einen speziellen. Erstens einmal würde jetzt jemand da hocken, der besser reden kann wie ich, weil er ist ja ein grosser Speaker beim Tour de Suisse und auch bei anderen, eben Spengler Cup und so weiter. Also da mag ich natürlich noch nicht suchen, aber heute geht es eigentlich nicht um seine Sprechqualitäten, sondern er ist einer der Organisatoren im OKA-Team dieser Liga und wir haben jetzt ja, Samstagabend, 7. Es geht langsam den zwei letzten Stunden entgegen, wobei jetzt läuft noch einiges, wenn man so rundum schaut. Wie bist du bis jetzt zufrieden? Also es ist der zweite Messetag, der Öffnung ist ja gut umgegangen gestern. Erster Messetag, voller Messetag. Wie ist die Bilanz? Die Bilanz ist sehr positiv. Also grundsätzlich bleiben wir wirklich auf dem Feedback. Oder wenn man sagt, wir machen Zwischenbilanz, dann gibt es die, die wir in der Hand haben, die Organisation, die verhebt, haben wir den Eindruck. Und das andere sind die Rückmeldungen von der Ausstellenden und von den Besucherinnen und Besuchern. Und das ist sehr erfreulich. Erfreulich ist auch der heutige Samstag. Jetzt sagen natürlich alle, das Wetter spielt euch in die Karte. Ich nehme jedes Wetter. Das muss man, glaube ich, auch als Messe machen. Und heute, ja, es ist okay. Man geht die Liga. Wir haben das noch nie gehabt, was wir heute haben. Es sind die Leute wirklich schlangenweise angestanden. Von 2 bis 3 sind die Leute angestanden, um in die Liga zu kommen. Eigentlich grandios. Dort hat er aber natürlich auch ganz etwas Spezielles überlegt. Dort hat er auch wie Happy Hour gemacht. Und dann hat offenbar wunderbar funktioniert. Ja, natürlich. Der Erfolg hat viele Väter und Mütter. Sagen wir jetzt zum Beispiel, da ist Happy Hour. Ich sage natürlich ganz etwas anderes. Unsere Bomben-Ausstellenden, die haben so viel Werbung gemacht und im Vorfeld so viel von sich auch mitteilt über die Social Media, dass sehr viele Leute auf das Gefühl haben, hey, ich will da von Anfang an dabei sein, ich will um mich mögen. Das ist eben noch das andere. Wir haben schon die Ersten gehabt, die gesagt haben, ich denke, 3 Stunden möge ich um, ich bin zu spät gekommen. Also alles miteinander, so mit den Dingen. Das ist, glaube ich, schon eine Ausschlaggebung gewesen. Ja, die Happy Hour. Wir gehen gerne Formen nehmen und wir sind froh, dass die Leute das annehmen. Und ein bisschen früher kommt, das ist schon gut für die Ausstellenden, dann ist von Anfang an etwas los. Ich habe bis jetzt noch nicht sehr viel gesehen von Messe, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich einfach noch nicht dazugekommen. Aber nur wenn ich jetzt schon die Halle 1 angeschaut habe, habe ich das Gefühl, gegenüber früheren Jahren, es haben extrem viele Standbetreiber einfach auch wahnsinnig Mühe mit den Ständen. Hast du das Gefühl, dass die erzwungene Pause in anderer Hinsicht fast schon gut war? Dass die Leute, jetzt auch die Aussteller, wieder das Gefühl haben, jetzt muss ich wieder etwas Spezielles zeigen? Es ist nicht anständig, wenn ich dagegen spreche. Ja, ja. Ich möchte aber Folgendes sagen. Ich glaube, die Liga, und das ist wirklich bekannt, hat sich in der Vergangenheit immer durch extrem hochwertige Stände auszeichnet. Jetzt hat man vielleicht ein bisschen vergessen, wie es vor 4 Jahren war. Weil es ist tatsächlich auch wieder jetzt so. Es sind qualitativ Top-Stände. Ob das zusammenhängt mit der Pause, die man kennt oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Qualität an und für sich und die Mentalität, die man bei uns hier hat, wenn man geht, geht man recht oder gerne nicht, das hilft natürlich. Und ich sage immer, wir als Messemacher, wir machen die Hardware, aber die Software, das sind unsere Ausstellenden. Und da kann man so etwas von dankbar sein. Und das ist genau das, wo jetzt du den Eindruck hast, Hallen aus, erst gesehen, Freude auf was noch kommt, weil es ist jede Halle für sich so etwas Spezielles. Es ist einfach grandios, wirklich. Ein Wermutstropfen hat er jetzt aber gleich schon gehabt. Du hast ja gesagt, organisatorisch hat alles geklappt. Ihr habt am Anfang Planer gehabt, um ein Abendticket zu machen. Dann hat er aber gestern, glaube ich, schon bereits wieder eingestellt. Genau, ich denke, das zeichnet uns eben auch aus. Eben einmal ist gut gemeint, das Gegenteil von gut gemacht. Wir sind der Meinung, dass wir vielleicht eben mit dem Abendticket noch irgendeine Alternative schaffen. Aber es ist logistisch eher ein Nachteil als etwas, was es braucht. Und dann stehen wir dazu und sagen, okay, wir haben es probiert. Das war nicht die beste Idee. Wir haben noch viel anderes Gutes im Bett. Und das, wenn mit Vollgas umsetzen, macht viel mehr Freude, als irgendetwas nachschleppen, das dich motiviert. Kann man vielleicht jetzt schon am zweiten Tag, ich meine, er hat ein paar Erfahrungsdaten schon am Ort aus den letzten Austragungen, also Besucherzahl, was hast du so das Gefühl am Ort, in welche Richtung läuft es? Keine Ahnung. Keine das wäre Kaffeesatz lesen oder Glaskugeln schauen. Das Momentum zählt, oder? Jetzt haben wir wieder vom Wetter geredet oder von der Verfügbarkeit. Ich glaube, entweder geht man an eine Messe oder man geht nicht. Und dann ist gleich, geht es ein Jahr oder eine Woche. Und die Leute, die jetzt heute da sind, das ist das, was zählt. Morgen haben wir einen fantastischen Sonntag vor uns. Um 11 Uhr geht es los mit der Seniorenmusik. Jaskönig oder Jaskönig wird mit in der Arena. Die junge Generation mit dem FIFA-Turnier. Und es wird wahrscheinlich wieder unglaublich etwas los sein. Am 6 Uhr schon zu. Normaler christlicher Feierabend. Und dann sehen wir ein bisschen, welche Richtung es geht. Aber es kann trotzdem in 2 Wochen etwas geben, das nicht erwartet wird. Also heute nicht. Heute ist
fantastisch, dankbar sein, danke wirklich allen und dann schauen wir den morgen, was morgen ist. Ich hatte ja vorhin schon einen kurzen Talk mit der Sarah, die ja bei euch auch im Mokka-Team ist. Ja. Und sie hat vorhin gesagt, jetzt bin ich schon ziemlich Nudel. Also, weil meistens läuft der Frau vor der Messe mehr, bis alles aufgebaut ist. Ja. Aber sie hat auch gesagt, heute sei permanent. Es los. Wie ist dein Energielevel? Also bist du auch froh, wenn du Montag, Dienstag frei hast? Überhaupt nicht. Aufregen. Ich bin programmiert auf den 1. Oktober. Okay. Probiere jetzt zumindest, gescheit zu sagen. Aber Sarah, das ist ein gutes Beispiel, sie ist eine Spitzensportlerin. Und jeder, der Sport macht, die Vorbereitung ist die härteste Zeit. Und dann plant man auf das erste Rennen, auf den ersten Match, auf den ersten Wettkampf. Und den haben wir gestern gehabt. Und nachher bestimmt in dem Modus, in dem Tunnel, wie auch immer. Und weißt genau, wenn das letzte Spiel ist. Und das ist eben der 1. Oktober, weil wir haben nach der Liga ja auch noch die Wiese, Can, Freitag und Samstag, wo wir auch machen mit der Liga. Und wenn der nächste Fall ist, ja, dann glaube ich, wenn mich dann noch mal fragen, muss ich mich nicht fragen, dann muss ich mich nur anschauen. Und dann muss man dich noch anschauen. Dann siehst du den Energielevel. Also jetzt ist der Moment noch, ist der Schorsch Lüchinger bester Laune. Es hat auch schöne Leute an der Liga, für die, die noch nicht da sind. Es lohnt sich also wirklich, an die Liga zu kaufen. Es ist wirklich sehr abwechslungsreich, es hat einen Haufen Leute da. Es ist ein Treffpunkt, wie es halb schon war, die Liga, aber eben, es hat auch ganz interessante Aussteller. Also wer noch nicht da ist, kommt in die Liga. Ich bin schon da und die anderen müssen jetzt halt noch kommen. Genau, unser Motto, ich komme auch.